90-jähriger Lebensweg durchaus vergleichbar ist auch mit der Situation in Kärnten, besonders im Südkärnten. 2 Jahre nach der Kärntner Volksabstimmung geboren in Siedlersdorf, heute zweisprachig, heute Unternehmer, eine Erfolgsgeschichte, die einen Spannungsbogen von damals zu heute auch aufzeigt, und das möchte ich vielleicht anlässlich dieses Geburtstages auch sagen. Erstens mussten sie einen Weltkrieg miterleben, zweitens sind sie nach Hause gekommen und hatten kein Elternhaus mehr. Drittens hatten sie aber so viel Lebensfreude und Lebensenergie, dass all das, was ihnen die Geschichte angetan hat, dass ihre Jugend einige Jahre für einen Krieg opfern musste, trotzdem sie nicht zur Verzweiflung gebracht hat. Dass sie verwundet zurückgekommen sind, dass sie trotz dieser Verwundungen oder vielleicht auch gerade deshalb, das ist vielleicht auch ein Spannungsbogen zur heutigen Zeit, Menschen sind im Überfluss unzufrieden, früher gab es wenig, aber man konnte sich über ganz wenig freuen. Und das ist auch die Energie und wohl auch hier ihre besonderen Gene, die sie haben, dass sie einerseits ein Pionier sind, andererseits auch ein großartiger Mensch sind. Für mich sind sie auch, Herr Kommissarrat, einer, der durch vielen Schriftverkehr, viele Leserbriefe, viele öffentliche Äußerungen hier macht, immer auch eine Instanz der Qualität im Lande ist. Da wird auch Ihnen herzlich Danke sagen zu manches Telefonat, das wir geführt haben, ohne es persönlich zu kennen, dass das kennen zu können, dass wir uns gerade heute am 90. Geburtstag auch persönlich kennenlernen dürfen, oder ich Sie kennenlernen darf, ist auch für mich eine besondere Ehre. Herr Kommissarrat, Sie waren für mich auch ganz besonders einer der Motivationsschübe, diesen Streit im Süden des Landes aufzulösen. Sie waren immer ein Mann, eine Stimme. Und ich würde sagen, gerade das Jahr 2012 zeigte, dass nicht nur Ihr Geburtstag, der Unternehmensgeburtstag, sondern doch auch ein Jahr nach der Kärnten-Ortsauflösung Sie auch mir heute gesagt haben, dass Sie nicht unzufrieden sind, dass wir es geschafft haben, ein neues Miteinander im Land, das die Menschen schon längst hatten, aufzulegen. Sie waren immer Brückenbauer, ein kritischer, ein positiv denkender und einer, der nach vorne geblickt hat. Keines ihrer Schicksale, ob sie ihre erste Frau verloren haben oder anderes, hat sie zurückhalten können. Das ist auch etwas, wo ich meine, dass man so manchmal in Zeiten wie diesen vielleicht den Pionieren auch mehr Gehör schenken sollte, auf der menschlichen Ebene, auf der unternehmerischen Ebene, aber auch auf der Ebene guter und kritischer Geist zu sein. Immer interessant, Ihre Briefe zu lesen, Ihre Leserbriefe, und das gerade heute am 90. Geburtstag in der Kärntner Tageszeitung, habe ich natürlich schon heute Morgen bei der Anreise gelesen. Kommissarrat Franz Wuter hat einen sehr wichtigen und sinnvollen Diskussionsbeitrag auch zur aktuellen politischen Situation liefert, zeigt, dass ein Weiser des Landes weise Ratschläge gibt. Ich würde Sie jedenfalls ernst nehmen, Herr Kommissarrat. Ich hoffe, dass ich nicht allein bleibe, denn auch in der Ortstagsfrage. In der Ortstafelfrage war es ja so, dass ich manchmal durchaus allein war, aber wir haben ein Ziel erreicht und es sind Menschen, die mich dazu zutiefst motiviert haben. Ich freue mich auch, Herr Bürgermeister, ich weiß, dass deine Gemeinde eine besondere Herausforderung war, aber ich darf auch dir und deinen Gemeindeverantwortlichen Danke sagen. Ich glaube, dass die seinerzeitige Veranstaltung hier in deiner Gemeinde unglaubliches Eis aufgebrochen hat. Es ist gut so, dass wir eine neue Qualität gefunden haben. Wenn man Tourismus ernst nimmt, wenn man Nachbarschaft ernst nimmt, wenn man Beziehungen ernst nimmt, wenn man Mehrsprachigkeit ernst nimmt, dann ist es schön, dass wir gerade in deiner Gemeinde auch miteinander gefunden haben. Und ich darf auch dir persönlich und deinen Gemeindeverantwortlichen dafür herzlich danken. Herr Kommissarrat, 90 Jahre jung, Sie haben erzählt, Sie waren vor einigen Tagen im Krankenhaus und die Personalgemeinde verstimmt, was Sie mit der Geburtstag von und mit den Menschen, die Sie ins Gesicht sehen. Ja, es ist auch so, dass Arbeit und Lebensfreude, dass Herausforderungen uns in die Zukunft blicken, letztendlich, schau, ein Glücksvogel auf dem Bahnhof daher. Das gibt's, dass wir Jane einfangen, was gibt's her? Weil den haben wir auch einen Schlaf gemacht. Ich habe gesagt, ich bringe euch besonders. Wenn das kein gutes Omen ist für Ihre Zukunftsflüge und für Ihre Zukunftsflüge, Herr Kommissarrat, dieser Vogel wird dann als Erwachsener zum 100 auch gratulieren. Aber ein schöneres Symbol, das ist einfach, das sind die Flüge und dann da sein, wenn es notwendig ist. Ein
stellen wir her. Der kleine Franzi, der den großen Franzi zum 90. Geburtstag herzlich gratuliert. Man sieht auch, dass die Beziehung Mensch, Natur, Urlaub, Lebensfreude Südkärnten bei Ihnen sehr gut funktioniert. Und dieser kleine Franzi ist ja wohl auch ein Symbol der Natur, dass hier bei euch im Lido tatsächlich das Unverbrauchte im Vordergrund steht. Dass es auch so ist, dass man sagen kann, dass im positivsten Sinne auch Zeit ein bisschen stehen geblieben ist und dass man hier das Gefühl hat, das ist keine Tourismusindustrie, sondern das ist Gastfreundschaft pur. Auch das waren immer Ihre Visionen, wie wir wissen. In diesem Sinne möchte ich Ihnen, Herr Kommerzialrat, Ihrer Gattin ein ganz großes Danke aussprechen. Ich möchte aber auch der Familie insgesamt und zum Junior sage ich einfach zu, die auch alles Gute wünschen. Es läuft ja rund. Der Senior ist heute 90 Jahre jung. Seine liebe Frau wird bald auch einen runden Geburtstag feiern in den nächsten Wochen. Du bist 30 Jahre im Betrieb, 50 Jahre gibt es dieses Unternehmen. Der Runder gibt es ja wirklich nimmer. Ich wünsche euch auch in Zukunft alles Gute und darf Ihnen, Herr Kommerzialrat, und Ihrer Familie das Kärntner Landesmarkt im Bereich. Ich tue es bei Ihnen mit besonderer Dankbarkeit und freue mich, dass ich das heute tun darf.